Hey, ciao zusammen, willkommen zurück beim Rayman in der Rappelkiste. Im Rayman seiner Rappelkiste spielen wir Spiele. Sea of Lies, See voller Lügen, respektive Meer voller Lügen und die Welle des Verrats. Und wir machen weiter da mit dem Spiel. Info. Hilft dem Piraten zum Schatz zu gelangen. Endet sein Weg am Rand des Irrwegs, öffnet sich ein neues Stück des Labyrinths. Ja, so. Ja, dann. Okay. Und so sieht es aus, als hätten wir es geschafft. Und da können wir da flossen über. Was für das absolut beschissenes Minispiel. Ah, und ich gehe wieder retour. Halt, stopp. Raus. Hey, raus. Spielcasino, da zum Fisch, Flossen her. Dann steht da down, klicken wir down. Ich sollte nachschauen, ob sie aufs Oberdeck gegangen sind. Machen wir doch das. You idiots thought you could stop me? Ha! I'll send all of you to the bottom of the sea! No one will stand in my way. Also gleich. Es war die Herzogin selber, die miese Sau. Oder ist das der? Die Herzogin ist die Komplizin? Unglaublich! Aber jetzt muss ich Rebecca aus dem Feuer retten, dann rett sie. Los, Soda, zack. Kein Problem, mit einer Flasche Soda haben wir das. Hey, Rebecca. Thanks, you really saved my life. There's no time to lose now. My fiancé, Alfredo, was arrested. They think he's the Sea Ripper. My fiancé, Alfredo. You go after the Duchess. I'll join you later. I need to steer this ship back to safety first. Ah, was? Ist ja niemand mehr auf dem Schiff. Wow, von ihr habe ich definitiv keine Hilfe erwartet. Aber jetzt kommen sie über. Und dann können wir da auf dem Schiff nicht etwas machen. Nein, außer Keller mitnehmen. Und da hat es doch noch etwas drunter, nämlich eine Kurbel. Sehr geil, dann können wir uns da nämlich runter... Das will ich nicht wählen. Was haben wir bekommen? Ein Bandana. Jetzt können wir wieder Tupac den Rest auflösen. Legs Bandana. Bandana. Hm, heute ist nicht mein Tag. What? Oh, hoppla. Hoppla. Wo müssen wir dann eigentlich her? Das sollte ich vielleicht. Bewege das Schiff zur Insel, die mit dem roten Kreuz markiert. Vermeide die Strudel, Vögel und Unwetter. Ja, die Reibevögel, geil. Oh, da haben wir sie. Nein! 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 Oh. Halt! Komm weg! Hey! Oh, in Strudel reingefahren. Apfelstrudel, apropos, habe ich mega gern. Es kann ja nicht so schwierig sein. What the f. Jetzt! Glück noch geschafft. Das ist also das Versteck der Piraten. Mal sehen, was ich hier finde. Spendera, nein. Schöpfkerl. Das blüht jeden Verräter, den wir schnappen. Ja, ist ein Verräter in Offen. Da können wir das Piratenanhänger über. Einige Juwelen fehlen. Ja, dann gehen wir doch auf die Suche nach denen. Okay, ihm können wir nicht helfen. Er sieht aber aus wie so aus Holz geschnitzt. Ich muss ihn befreien.
damit er im Frieden ruhen kann. Mit der Schöpfkelle. Mit der Schöpfkelle. Geht nicht. Okay. Weiter. Da fehlt etwas. Gekreuzte Schwerter, immerhin haben wir schon mal bekommen. Diese Truhe wurde zur Aufbewahrung von Schätzen angefertigt. Das habe ich auch fast vermutet. Der Totenschädel ist blind. Ja, er ist ja tot. Ah ja! Das ist das da genau, das brauchen wir nicht. Dann kommen wir da auf ein Insellager. Ich spüre einen Luftzug, er kommt aus den Rissen in der Mauer. Dahinter ist definitiv etwas. Das finden wir wahrscheinlich dann nachher auch noch raus. Dann gehen wir aber zuerst mal ins Insellager. Die Duchess ist sehr klar. Wir müssen den Traitor finden, damit wir den Governor und die Insel übernehmen können. Aber er ist crafty. Ich glaube nicht, dass wir ihn easily catch him. Jawohl, sie sind in die Festung gegangen. Ich folge ihnen besser und versuche ihre Pläne zu vereiteln. Jawohl, aber zuerst können wir noch da schnell schauen. Respektive nochmal schnell zurück. Zuerst mal da ein abholen, was wir können. Da haben wir es Feuer. Und ein. Heißt, ich brauche einen Suppenlöffel oder etwas ähnliches. Nein, ganz genau einen Suppenlöffel brauchen wir. Dann können wir nämlich da Fischgeräte rausnehmen und da haben wir... Puh, heiß! Ich muss meine Hände schützen! Oh! Mit dem Bandana? Nein. Okay, das ist scheinbar noch zu hot. Da können wir die Schaufel rausnehmen. Oh nein! Ein Zahnrad fehlt. Sieht schon nach dem nächsten Rätsel aus. Nehmen wir da mal... Nehmen wir da mal... Hier fehlt ein Griff. Alfredo! Diese Ratte ist aus dem Weg geschafft. Jetzt wird uns Rebecca endlich in Ruhe lassen. Wir warten klare Segel voraus. Alfredo? Das ist doch der Fiancé von der anderen. Alfredo, diese Ratte ist aus dem Weg geschafft. Jetzt wird uns Rebecca endlich in Ruhe lassen. Wir warten. Aber die Rebecca, das ist der Alfredo. Die Mr. Watson. Und bei uns heißt er einfach Alfredo. Aber ist das nicht der Mann von der anderen? Habe ich jetzt gemeint gehabt? Vielleicht bringe ich jetzt etwas durcheinander. Ist gut möglich, wir verlieren nämlich schnell mal die Übersicht. In dem Spiel. Alter, wenn wir die beiden Schwerter, jawohl. Dann geht es da auf, dann kommen wir einen Griff über. Den Griff haben wir ja vorher eigentlich gebraucht, aber zuerst noch. Ich brauche alle Teile, um das Bild auf der Dartscheibe wiederherzustellen. Hä? Was siehst denn du für Teil? Was für Teil? Fischgerät, Bandana. Spaten, Eimer. Nein. Okay, haben wir da etwas. Bäh. Der Mantel ist voller Ameisen. Vielleicht kann ich sie mit dem Köder weglaufen. Fischgräten. Fischgräten. Zucker haben wir überhaupt keine mehr, oder? Da wir noch einen können übrig behalten. Der ist voll Ameisen. Das hat uns doch bis jetzt auch noch nie gestört, oder? Da hinten ist noch etwas. Ein Wimmelbild. Okay. Ein Rüebli. Das ist da. Dann der Manöckel da, was ist denn das für ein? Oh, das werden wir wahrscheinlich überkommen nachher. So ein Dolch könnten wir auch noch brauchen. Der ist da, hä? Das sieht aus wie ein Handscheich. Könnte das ein Handschuh sein? Das wie so eine Sprü irgendetwas. Felder brauchen wir auf jeden Fall keine, das ist schon mal gut. Da ist ja der Handschuh, ja genau. Da brauchen wir jetzt noch so ein Sprühteil. Das ist nicht, da ist die Figur. Jetzt fehlt eigentlich nur noch das Ding. Das ist ja nicht das, auch nicht schmetterlingmäßig. Wo ist er denn? Da.
Sehr gut. Ich habe schon wieder sagen, es wird das Wimmerbild aufgelöst. Aber nein. Jetzt brauchen wir die Schere, die habe ich vorhin noch gesehen. Jawohl, da oben. Dann das Teil, der Schmetterling, der ist da ane gsi. Dann so eine Figur, die leicht aussieht wie die E.T. Und ja, das könnte jetzt vieles sein. Was könnte denn das jetzt sein? Das sind jetzt mal kleine Pinöpel da oben drauf. Das ist nicht. Ja, Erdnüsse, ja, okay. Ich bin der Gegner beim Rodeo, ja, das hat mir eigentlich schon gelungen. So, jawohl, das Truhenemblem, das haben wir, dann gehen wir retour. Und noch retour und zu der Truhe und rein mit. So, Bucko, bring die Beute des letzten Schiffes in die Höhle. Nimm ein paar Kerle zur Hilfe mit, tu's zum Rest. Schiff, eins von drei Schiff haben wir. Okay. Mit dem Banana können wir da nichts machen. Okay. Dann gehen wir wieder retour. Wir haben eigentlich immer noch kein Köder, sofern nicht. Was haben wir denn da? Bildfragmente. Das sind die, oder? Die gucken wir da. Oh no, also die wir doch das mal so bist, das links davon, das noch eins links davon, das eins rechts, das könnte da herkommen, dann vielleicht das, ich glaube das passt nicht. Und da kann ich, ja, okay. Und so. Sehr gut, dann haben wir da. Tja, das mag vielleicht ironisch klingen, aber ich schätze, genau das war der Plan der Herzogin. Bis dass der Tod uns scheidet. Boah, die miese Sau. Dann haben wir das Zahnrad überall und. Oh, hello again. What brings you to this den of salty sea dogs? His waters have clearly claimed many lives. Ja, wir sind auf der Suche nach deiner Frau, weil die ist irgendwie nicht so flott. I have a strange feeling the governor is behind everything. He's a monster. I just hope my poor wife doesn't get hurt. Ja, deine arme Frau, ja. Er denkt immer noch, dass seine Frau unschuldig ist. Ich muss Beweise finden, die das Gegenteil beweisen. Beweisfinder, wo etwas beweisen, das ist meistens die richtige Herangehensweise. Für den Mantel, der ist noch da rein. Habe ich da wirklich das super gemacht? Probieren wir mal schnell überall ein bisschen. Wobei die eigentlich auf Fisch gerät. Ich glaube, die brauchen mehr etwas Süßes, ne? Was haben wir da? Da unten ist etwas. Dann fischen wir es doch mit dem ja, nein. Ich brauche einen Eimer, um was dort unten liegt, hochzuholen. Das haben wir auch. Okay, geknüpft und aufgeholt das Ding. Das ist ein Krakenemblem, auch wieder eins von irgendwie 1000. Wenn wir da mit dem Spalte die Steine wegnehmen? Nein. Leider nicht. Da haben wir alles erledigt. Piratenschiff. Können wir. Die müssen wir jetzt erst noch holen. Okay. Da können wir so. Dass wir das nicht mit dem Spaten irgendwie wegschügen kann, ist schon wieder. Ja, no. Zuerst mal das Zahnrädchen eingesetzt und das nächste. Meine Spiel gemacht. Info. Vertausche und drehe die Zahnräder, bis ihre Linien mit denen auf dem Hintergrund und denen auf den benachbarten Zahnrädern abschließen. Okay. So. Das stimmt nicht. Dann muss es
Oder das, das stimmt nicht. Aber das hat ziemlich richtig ausgesehen. So. Ah, ich kann. Aha! Ich kann die sogar auch tauschen. Okay. Dann brauche ich eine, zwei, drei, vier, fünf. Fünf. Da kommt eine. Da eine. Oder ist eigentlich jetzt das falsch? Das sieht aus wie eine Katze. Und die müssen ja eigentlich auch passen dann. Das sieht. Nein, das sieht auch schon nicht richtig aus. Aber es heißt doch, und dreh die Zahnräder, bis ihre Linien mit denen auf dem Hintergrund und denen auf den benachbarten Zahnrädern abschließen. Und wenn da eins dazu kommt, das zweite, das dritte, das vierte. Da braucht doch eins mit vier Übergängen. Das gibt's aber gar nicht. Es hat jedes nur drei. Einmal das da nehmen. Das passt aber der da nicht, oder? Eigentlich. Eventuell wird es aber gleich das sein, aber ich will gerne Protest einlegen. Ich bin ehrlich gesagt gerade einfach am Test, also einfach am drauf losmachen. Vielleicht merkt man das ja, weil es für mich einfach nicht so ganz passt. Ich darf so ehrlich sein, aber ja no. Ist ja gleich. In so einem Wimmelbildspiel nimmt man das mal in Kauf. So, weiter. Wer war das? Ich muss herausfinden, wo er hin will. Ich muss die Kiste runterlassen, um nachzuschauen, was sich darin befindet. Jawohl, dann machen wir doch das gerade. Ich muss den Nagel entfernen, um den Magneten zu bekommen. Können wir das mit dem Spaten? Nein. Mit der Windel kann ich schwere Teile anheben. Oh yeah, das kannst du. Dann. Da haben wir etwas. Ich muss den Sand entfernen. Ja, dann. Winden weg. Wir haben einen Verräter in unseren Reihen. Der Keller bleibt verschlossen, bis wir ihn nebens Papier gestellt haben. Okay. Vielleicht wäre es nützlich, sich mit dem Verräter zu verbinden. Zweites Schiff und ich kann die Winde benutzen, um die Tür zu öffnen. Ich muss sie nur an den Griffen befestigen. Ja dann, nimm mal das Ding mit. Ja, los. Gott, leider nicht. Haben wir da noch, haben wir da irgendwie inne? Ich muss, das muss der Mechanismus des Kahns vor dem Tor sein. Ja dann, nimm mal mit. Montiert der irgendwie. Den Kran von dem Tor. Ah, der da. Aber da. Ich brauche etwas Langes, Dünnes, um das Fenster hochzuschieben. Oh yeah. Das kommt nicht. Dann gehen wir doch mal schnell zur Hütte. Ich kann nichts erkennen. Er kann überall sein. Wieso er? Es kann auch ein Sisi. Sisi. Wir brauchen als zuerst Licht. Der Kran von der Hütte ist ja eigentlich der da. Den können wir wahrscheinlich dann drinnen auslösen. Weil das ist nicht der, das ist die Winde. Das betonen sie so klar. Bis gefunden, mit dem können wir auch nicht. Doch tatsächlich.
glühende Kohle. Ja, das wäre ja auch fies gewesen, wenn wir damals verbrannt hätten. Ha. Glühende Kohle. Das nützt auch nichts, für das brauchen wir wirklich Binden. Ja. Können wir dann mit der glühenden Kohle. Aha. Kerzli anzünden. Okay. Und niemand da. Wohin ist der gegangen? Das ist die berechtigte Frage und ich würde sagen, das klären wir in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt sauber, macht keinen Scheiß und ciao zusammen.